Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Trainingscenter von Sky Factory 2. Ich musste gerade hier schon mal ein bisschen eingreifen, bevor ich hier auf Aufnahme drücken konnte, denn hier war gerade voll der Stau gewesen. Die Kiste war hier am Überlaufen. Ich glaube, wir müssen der Kiste gerade mal so ein kleines Update verpassen, damit wir hier nicht irgendwie weiterhin das Problem haben, dass die Kiste überläuft. Das darf überhaupt nicht passieren. Und dafür besorgen wir uns einfach doch mal ein Update für vielleicht für beide Kisten hier. Ha? Das müsste in der Zwischenzeit eigentlich machbar sein. Und zwar, wir nehmen dafür mal Goldbahn. 816 müsste also hinhauen. Okay, und wir nehmen Eisen. Und wir werden jetzt erstmal ein Update bauen, um die Eisenkisten zu einer Goldkiste zu machen. Das Ganze funktioniert ebenfalls mit einer Holzkiste zu einer Eisenkiste und halt immer nach dem gleichen Prinzip. Ihr legt einfach in die Mitte das alte Material. Wir haben da hinten jetzt eine Holzkiste, eine Eisenkiste. Wir wollen daraus eine Goldkiste machen. So, das alte Material in der Mitte und außenrum einfach das neue Material. Wir machen also jetzt hier einfach zweimal ein Update auf Gold. So und so. Den Rest heben wir uns mal auf. Ich bin dann ein bisschen vorsichtig mit dem Gold. Ich will doch nicht so viel verbrauchen davon. Das legen wir jetzt erstmal zurück. Ja, ich wollte euch das eigentlich in der Folge hier zeigen. Aber hier war so viel Material gerade eben, dass ich da schnell eingreifen musste. So, wir gucken uns das mal an. Hier in dieser Kiste sind momentan 4, 8, 9 Felder in der waagrechten und nach unten 6 Felder. Jetzt nehmen wir uns unser Update hier und klicken einmal die Kiste an. So, sie ist jetzt zu einer Goldkiste geworden. Und wenn wir jetzt gucken, dann haben wir hier 3. 6, 9 Felder in der waagrechten und nach unten ebenfalls 9 Felder. Also so ist das alte und so ist das neue Menü. Es lohnt sich also, die Kisten zu erweitern, wenn ihr genug Material habt. Ja, das lohnt sich echt. Das solltet ihr euch mal merken. Dafür müsst ihr also keine Doppelkisten aufstellen. Das geht einfach mit einer einfachen Kiste. Man kann die noch weiter erweitern, indem man jetzt zum Beispiel noch ein Diamant-Update einbaut. Das ist natürlich dann immer so eine Sache, weil das ja halt auch teuer ist. So viele Diamanten hat man am Anfang gar nicht. Ich will mal gucken, wie viel wir gerade haben. So, wir haben gerade, ich sehe gar keinen, doch hier unten 14 Stück. 14 Diamanten haben wir gerade zur Verfügung. Hier läuft übrigens auch alles über. Das passt mir eigentlich auch nicht. Deswegen werden wir einfach mal hier die Kisten auch einfach updaten. Und zwar holen wir uns dafür wieder Eisen, haben wir ja noch hinten in der anderen Kiste. Wir nehmen uns mal Holz. Ah ne, das Eisen habe ich gerade weggetragen. So, wir nehmen uns Holz und ja. Und da machen wir gleich eine Goldkiste draus. Ich nehme es vorsichtshalber mal mit. Wie viele Kisten haben wir denn hier? Da oben die Kiste ist auch gerammelt voll. Also wir haben eine Kiste, zwei Kisten. Zwei Kisten müssen wir hier updaten. Ja, das machen wir einfach. Wir machen jetzt einfach zwei Updates. Und zwar haben wir einmal, wir haben eine Holzkiste und wollen sie zu Eisen machen. Deswegen machen wir einfach hier. Das funktioniert ja hervorragend. Weil ich das Rezept falsch gemacht habe. So, wir nehmen natürlich Holz in die Mitte, weil das unser altes Material ist. Wir setzen außenrum Eisen. Wir bekommen hier zwei Updates für eine Eisenkiste. Das Ganze machen wir jetzt nochmal für eine Goldkiste. Eisen in die Mitte, altes Material, neues Material außenrum. Und wir bauen zweimal eine Goldkiste. So. Und jetzt machen wir erstmal hier ein Update. Also einmal haben wir jetzt hier eine Eisenkiste und hier eine Eisenkiste. Wir haben da eine Goldkiste und wir haben hier unten eine Goldkiste. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Und wir sind jetzt auf jeden Fall hier besser gewappnet für größeren Ansturm an Material. Allerdings wäre es mir natürlich viel lieber, wenn wir ganz viel Dust speichern müssten. Also müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier noch mehr Dust verbrauchen. Jetzt will ich mal hier unten gucken, wie die Kabelleitung ist. Das geht hier so. Okay, ich würde einfach vorschlagen, ich will mal gucken, wie ich den gerade hier erweitert habe. Ich hatte hier schon eine Raumzeiterweiterung drin. Die ist Geschwindigkeit mal 8. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die überhaupt hier läuft. Da steht, benötigt eine resonante Maschine.
Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier eine resonante Maschine haben. So, wir gucken uns einfach das Rezept für... Hier war ja alles... Ne, da hüpft doch schon wieder was rum. Wie sieht es jetzt aus hier? Mal ein bisschen sortieren lassen. So, also Platz ist hier noch drin. Das könnte jetzt nicht, das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Aber wir haben hier noch ganz viel Material und da fliegt mir noch andauernd hier Material entgegen. Wir machen jetzt aber erst nochmal alles, was wir hier gefunden haben, in unsere Öfen rein. So, und dann sind wir auch schon voll beladen. So, irgendwie Redstone und Lapis hatten wir doch hier in eine extra Kiste gelegt, oder? Ich dachte, wir hätten eine Kiste an... Hier! Nee, das müssen wir gleich nochmal ein bisschen umsortieren. Also, es gefällt mir noch gar nicht, dass das jetzt hier so... Ja, das ist noch nichts. Das müssen wir nochmal verbessern hier. Da war noch ein Stock. So, Stöcke und Holz kann hier raus. Und wir haben auch Fische. So, wir werfen jetzt erstmal alle Barren hier rein, so dass ich erstmal ein bisschen Platz bekomme. So, hier ist noch das. Und das kommt noch hier rein. Hier unten kommt das Lohnzeug rein. Hier habe ich noch Quarz. Boah, ich kann mir das nicht gerade nicht merken hier. Ich spiele auf so vielen verschiedenen Servern, gerade Sky Factory, dass gerade so ein bisschen mein Zwischenspeicher, wo finde ich welche Kiste, total überlastet ist, weil das alle 5 Minuten, wenn ich auf einem anderen Server spiele, wieder neue Anweisungen gibt an mein Gehirn. Nee, diesmal ist es jetzt da. Nee, jetzt ist es da. Nee, jetzt musst du das Monster hier hauen. Und ja, da gehen jetzt gerade ganz viele Werkzeuge kaputt. Wir gucken mal, ob da noch ein bisschen Vorrat da ist. Ah, müssen wir gleich wieder nachproduzieren. So, aber das hätten wir doch schon mal jetzt ganz gut geregelt. Hier sind zu viele Bäume. Deswegen... Oh, ja. Ja, gerade ganz, ganz viel Zeugs hier zu tun. Also wir legen jetzt erstmal überall hier was in die Öfen, damit das schon mal brennt. Das ist normaler Dust. Naja, das können wir auch gleich mal hier entsorgen. So, hier haben wir Dust. Und das war's jetzt mit dem Dust und das Spiel hängt. Du, wir müssen warten. Bis das Spiel wieder weitermacht. So. Jetzt machen wir erstmal hier das ganze Material rein. So, ich lese gar nicht, was es ist, sondern ich klicke jetzt einfach der Reihe nach an, weil wir jetzt sowieso alles brennen. So. Bisschen abarbeiten. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir das hier automatisiert bekommen. Ich meine, das ist natürlich eine Automatisierung, über die ich mich jetzt sehr freue. Denn, eine Automatisierung, weil man zu viel Material hat, das ist natürlich eine Sache... Macht immer Spaß. So, das Monsterchen konnte jetzt gerade hier spawnen, weil wir hier so viele Bäume haben, gibt es nämlich hier unbeleuchtete Gebiete. Und ich höre hier noch irgendwo jemand. So, jetzt müssen wir erstmal hier Platz machen. Oh, wir haben keinen Platz. Ja, das ist natürlich wahr. Da müssen wir erstmal abladen gehen. Das mache ich natürlich gerne. Hier so. Hast mal hier alles in die Kiste reingeschoben. Und dann müssen wir mal gucken, ob unser Setz, unser Pflanzer, unser Planter hier genug zu tun hat. So, da hinten läuft jemand rum. Den ignorieren wir jetzt mal. Und die restlichen Setzlinge und alles, was wir so verarbeiten lassen können, das legen wir hier unten rein. So. Jetzt müssen wir uns hier aber ganz dringend mal um diese Kiste kümmern. Die könnte ich... Guck mal, ist schon wieder voll. So viel können wir gar nicht gebrauchen eigentlich. Ah, oh, dieses Monster, was hier noch irgendwo rum ist, das nervt gerade ein bisschen. So, das war jetzt Eichenholz. So, und die Kiste ist auch schon voll. Habe ich denn jetzt noch was dabei? Ja. Da müssen wir noch eine Eichenholzkiste anlegen. Und zwar stelle ich mich hier vor, jetzt drücke ich einfach die rechte Maustaste und schon wird der gesamte Inhalt meines Inventars da reingelegt. So, der hat auch schon mal schön Loot gebracht.
So, und dann machen wir uns erstmal ein paar Äpfelchen. So, Äpfelchen gegessen. Jetzt das hier erstmal noch weiter befüllen, dass wir hier unser Material abgefrühstückt bekommen. Das hier da rein und da ist auch noch einer frei. So, hier hinten ist irgendwo Kundschaft. So, je mehr ihr übrigens mit diesen Metox angreift, desto mehr Power haben die, desto mehr können die beim Angriff ausüben, desto mehr Schaden machen die. Müsst ihr immer schön damit weiterkämpfen und dann bekommt ihr immer mehr Schaden. So, hier, das nimmt ein bisschen Überhand mit dem Holz. So, das war jetzt ein Knochen, das ist natürlich falsch. Ich wollte ja hier die Barren reinlegen, nämlich das hier. So, und dann haben wir hier drüben Monsterchen. Da kommt das rein. Hier oben ist Crucio. Milizio. Essenz. Ist nochmal kurz nach unten gegangen und ein bisschen Holz abgelagert. So, auch entsorgt. So, jetzt habe ich noch Redstone. Und da ist der Lootbag, den können wir eigentlich auch gleich noch verfrühstücken. Auch wieder schön hier mit dem Zeug und einem Eimerchen. Eimer kann man auch sehr gut gebrauchen. Dann haben wir noch Werkzeuge hier. Das brauchen wir erstmal nicht. Das nicht, das nicht. Und dann kann es hier hinten weitergehen. Das kommt da rein. So, und hier ist immer noch ganz viel Holz. Und Äpfel und Setzlinge. So, das ist aber jetzt... Wie viel Äpfel habe ich denn hier oben drin? Da legen wir nochmal 2 Stacks dazu. So, der Rest kommt jetzt hier in meine Kompostkiste. Nämlich das alles und die restlichen Äpfel auch. Ne, einen brauche ich noch. Ein Stapel. Und jetzt kommt noch das Holz hier rein. So, 37 Stacks sind jetzt schon wieder da drin gespeichert. Das heißt, wir müssen eigentlich mal gucken, dass wir jetzt mal was anderes anbauen. Vielleicht hätte ich doch ein paar mehr Äpfel. Ne, wir machen das mal so. Wir machen gleich ganz anderes Holz. Wir nehmen hier wieder raus. Wir nehmen die Äpfel wieder raus. Und machen zuerst mal ein paar andere Holzsorten. Ja. Das hier oben war ja... Genau, dann haben wir nämlich hier oben erstmal Äpfel. So, was haben wir denn jetzt noch hier so alles drin? Ich würde sagen, wir machen erstmal hier alles leer. Dann haben wir nämlich erstmal wieder ein bisschen Platz. So, jetzt habe ich da noch ein bisschen Seelensand und... Diesen Seelensand, den legen wir gleich hier rein. Hier habe ich noch was zum Brennen. So, dann haben wir hier unsere Kiste mit den seltenen Werkstoffen, die aus dem Schlackeofen kommen. So, das kommt nicht hier rein. Das sind ja also jetzt so Steine, für die ich keine komplette Kiste habe. Und dann kommt auch das da rein, Myzel kommt da rein. Jetzt habe ich hier Coarse Earth und ich habe normale Erde. Die weiß ich gar nicht auf diesem Server, wo wir die jetzt... Ach doch, die kommt hinten in die Erdkiste, genau. Hier gibt es ja eine Erdkiste. So, hier kommt das rein. Der Setzling nicht. So, und... Dann haben wir noch ein bisschen Holz. Da müssen wir uns das erstmal kurz hier unten reinlegen. So, wir haben einmal das. Dann haben wir hier Schwarzeiche. Ach nee, Fichte war das. Genau, Fichte. Und das hier sieht aus wie Tropenholz. Und dann würde ich vorschlagen, schwenken wir erstmal um und sagen dem jetzt, dass er nicht mehr Eiche anbauen soll, sondern jetzt soll er mal Akazie anbauen. So, Akazie.
Dann bekommen wir jetzt erstmal Akazienholz. Hui, viel zu tun. Jetzt müssten wir irgendwie gucken, dass wir hier aus der Kiste uns automatisch das rauspumpen lassen, was wir nicht so brauchen. Das ist ein bisschen schwierig. Da müsste man eine Ungenauigkeitskarte machen. Und da weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob es das hier bei Sky Factory gibt. So, hier, das können wir noch eine Zeit lang laufen lassen. Aber bis auf die Sachen hier, die sowieso schon in großen Stapeln da sind, das lohnt sich ja dann auch. Eigentlich macht das genauso viel Arbeit, als wenn wir irgendwie nur Sachen reinhauen, die nur einmal da sind. Aber was soll's, komm. So, haben wir den Andrang schon mal ein bisschen gelöst hier. Das war aber Sand. So, und das auch raus. Da. Und hier. Habe ich noch was? Nee. Sand und Kies habe ich noch. So, hier oben kommt Kies rein. Hier unten kommt Sand rein. Und der Staub muss raus. So, Barren kommen jetzt hier rein. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir unten den Pulverisierer noch ein bisschen beschleunigen. Was hatte ich jetzt noch dabei? Ach, Sand, nee, Kies, nee, Dust, genau, Dust. So, den Pulverisierer wollen wir beschleunigen. Ich würde sagen, wir bauen einfach nochmal 3 Stück. Und da will ich mal was im... Da will ich mal was im Rezept schauen, ob man da nicht vielleicht... Resonanter Block. Wird aus einem Verstärkten gebaut, wird aus einem Gehärteten gebaut, wird aus einem Basis gebaut. Okay, jetzt brauchen wir erstmal diesen Basis. So, dafür brauchen wir ein Zinnzahnrad, wir brauchen Glas und Eisen, genau. Zinnzahnräder habe ich hier nicht, gut. Zinn. Hier haben wir Zinn. Wir brauchen Glas. Und wir brauchen Eisen. So, der Hale sagt immer, ich baue zu viel. So, müssen wir hier kurz warten. So, Glas kommt dahin. Gut, also Glas kommt... Entschuldigung. Glas kommt dahin. Ja, wir bauen mal 12 Stück. Gut. Dann kriege ich wieder Ärger nachher, wenn ich dann irgendwie hier so... Ihr wisst schon. Und Zinnzahnräder kommen in die Mitte. Dafür müssen wir aber nochmal einen zweiten Tisch hier bemühen. So, das kommt da rein. Und hier bekomme ich jetzt Zinnzahnräder. Davon würde ich gerne ein paar mehr bauen. Das bleibt ja hier drin. Wir gucken mal, wie viel Zinn wir noch haben. Sortieren. Und wir haben Zinn. Ah, Zinn ist wirklich knapp. Ah ne, hier ist noch Zinn. Ist auch Zinn? Komische Sortierung. Keine Ahnung, wie das sortiert. Hier ist Kupfer, da ist Kupfer, da ist Kupfer, da ist Kupfer. Ich würde sagen, Sortierung hast du versaut. Das hast du nicht hingekriegt. So, wir machen einfach mal ganz viele Zinnzahnräder. Brauchen wir eh. Gut, raus damit. Und damit sind wir jetzt erstmal gewappnet für weitere Sachen, die wir bauen wollen. Wir hauen das mal hier rein und wir bekommen hier einen gehärteten Maschinenblock. Muss ich gerade mal hier drüben gucken, ob ich hier nicht... Da ist noch, guck mal, da ist noch 3 Stück. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir alle Maschinen mit sowas bauen? Hm. Komm, so. 15 Stück. Und wir schauen mal weiter, wie das jetzt so aussieht, ob wir da nicht vielleicht noch was anderes draus bauen können. Und zwar heißt es Maschinenrahmen. Rufen wir uns das mal auf. Maschinenrahmen. So, da gibt es also diese 3 Stück und wir wollen nachher diese Resonanten haben. So, jetzt gehen wir mal hier drauf. Dafür brauchen wir Invar-Barren und Elektrum-Zahnrad. Okay. Dann müssen wir Gold haben und wir müssen Silber haben. Das kommt hier oben in unseren Ofen. So und so. Und jetzt müsste das eigentlich hier laufen. Dauert jetzt eine Zeit lang. In der Zwischenzeit lege ich mal schon mal die Barren hier ab. Und Eisen können wir eigentlich auch wieder hier reinlegen.
Invar brauchen wir dann noch in das Elektro. Das Elektro machen wir gerade. Invar muss ich nochmal gucken. Invar wird hergestellt aus Eisen und. Ah, das ist das Problem hier. Invar-Mischung, ferrösem Barren. Oh, wie war das denn mit dem ferrösen Erz? Wie kriegen wir das denn? Alloy-Smelter, und zwar Nickelohre. Nickel müssen wir also dann da reinhauen. Und dann bekommen wir das raus. Okay. Hoffentlich habe ich da jetzt nicht eben schon alles verbrannt. Das wäre natürlich jetzt doof. Hier bekommen wir jetzt Elektron raus. Und Silber ist, glaube ich, nicht so das Thema. Aber ich würde vorschlagen, wir machen mal hier nur die Hälfte. So. Sonst bekomme ich da wieder Ärger, dass ich zu viel verbraucht habe. Gut, wir müssen also Nickel auftreiben. Jetzt gucken wir mal nach, ob hier irgendwo, nee, nicht hier, sondern hier drüben, ob wir noch Nickel als Pulver haben. Als Barren meine ich. So, Aluminium, Zinn, Nickel. Haben wir zwei Stück. Silber, Eisen. So, was läuft hier? Eisen und da läuft Aluminium. Okay. Wenn der jetzt durchgelaufen ist gleich. Ich mach mal drei weniger hier. So, der soll erstmal schnell durchlaufen und in der Zwischenzeit machen wir eine kleine Folgenpause. In der nächsten Folge geht es weiter. Dann versuchen wir mal ferröses Metall herzustellen, um dann Invarbahn rauszukriegen. Ich hoffe, dass das klappt. Das wäre eigentlich super, wenn das klappen würde. Und bis dahin sage ich jetzt mal Tschüss, macht's gut und bis bald.